Europa muss die Aufgaben, die von Europa verlangt werden und die nur von Europa gelöst werden können, auch erfüllen. Jetzt weiß ich, dass bestimmte Dinge Zeit brauchen. Aber die Sicherung der Außengrenzen muss nun wirklich ernsthaft angegangen werden. Frontex muss gestärkt werden. Und dafür sind wir auch bereit, zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Und ich hoffe, dass die Botschaft jetzt auch kommt. Wir wollen ein Europa ohne Binnengrenzen. Aber dann brauchen wir ein Europa mit auch geschützten Außengrenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen.